Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen heute ein bisschen was zur Tarifrunde bei Kaeser Kompressoren euch berichten. Vertreten sind alle Betriebsräte und Vertrauenskörperleiter unserer Standorte bzw. der GmbHs und der SE. Zunächst wollen wir mal festhalten, dass zumindest in den Medien immer unsere Forderungen der IG Metall und auch in dieser Tarifrunde nicht so rüberkommen, wie es eigentlich wir uns das wünschen würden, nämlich die Angebote der Arbeitgeber, dass sie uns tabellenwirksam im Jahr 2020 eine Nullrunde gegeben haben und das gleiche auch für das Jahr 2021 anbieten, eventuell auch erst eine Erhöhung irgendwann in 2022. Was uns aber ganz wichtig ist, was sie vor allem wollen, sie wollen Differenzierungen vornehmen. Differenzierungen nach wirtschaftlich schlechteren Zahlen und wollen diese Differenzierungen und Verhandlungen von der IG Metall wegnehmen und uns Betriebsräten in die Hände drücken. Also wir, die Betriebsräte, wollen diese Entscheidungen nicht, weil wir wissen alle, Ergebnisse und Bilanzen sind immer nach dem Steuerrecht gestaltbar und abhängig Beschäftigte, zu dem leider natürlich auch die Betriebsräte gehören, sind immer leichter und umsetzbar, gerade bei solchen Verhandlungen. Also ganz klares Statement von uns, diese Entscheidung wollen wir nicht im Betrieb, sondern wir wollen weiterhin bei der IG Metall bleiben. Die Beschäftigten bei Kaeser erwarten in dieser Tarifrunde eine Wertschätzung für ihre Arbeit unter den Corona-Bedingungen. Bei den gut laufenden Unternehmen, und dazu gehört Kaeser, wollen wir natürlich eine Tariferhöhung. Und bei den nicht so gut laufenden Unternehmen, die in etwas wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind, sollen auch diese 4% Volumen für Beschäftigungssicherung verwendet werden. Eine Nullrunde ist für die Mitarbeiter bei Kaeser nicht akzeptabel. Deswegen sagen wir alle zusammen heute schon recht herzlichen Dank für alle Unterstützer zum heutigen Warnstreik. Leider immer noch so, trotz tarifvertraglicher Regelungen, dass die Auszubildenden nicht übernommen werden. Deswegen müssen diese Regelungen dringend verbessert werden. Und dasselbe gehört sich auch für die dual Ausgebildeten, dual Studierenden. Diese gehören genauso übernommen wie die Auszubildenden. Hallo, mein Name ist Stefan, ich bin in der VK-Leiter der Firma Kaeser. Ich wollte mich mal zum Allgemeinen über unsere VK-Situation im Betrieb informieren. Die Kollegen sind alle mit dem Angebot der Arbeitgeber nicht einverstanden, finden dieses Angebot als wahre Provokation. Daher haben wir auch die Möglichkeit, dass sich immer mehr Leute uns anschließen und für den Aufstand irgendwo auch gewappnet sind. Wir haben auch Leute, die jetzt dabei waren beim Verteilen des Aufrufes, auch heute bei der Landesorganisation aktiv teilgenommen haben. Ich bin der Meinung, so können wir uns das nicht beantworten, wir müssen uns wehren. Und in der jetzigen Situation sagen wir, wir werden uns wehren. Und sagen wir mit auf.